Die Düsseldorfer Firma Henkel ist einer der stärksten Konsumgüterhersteller Deutschlands und setzte im Jahr 2021 etwa 20 Milliarden Euro um. Ihre drei Geschäftsbereiche Klebstoffe, Waschmittel und Haarpflege gehören sicherlich nicht zu den spannendsten Produkten der Welt, aber sie nehmen in ihrem Business eine wahnsinnig starke Marktposition ein. Bei Klebstoffen sind sie um ihre drei Hauptmarken Loctite, Patex und Ponal absoluter Weltmarktführer und zwar sowohl industriell als auch für private Kunden. Im Bereich Waschmittel und Haushaltspflege um ihre Stammmarken Persil und Spee kann ihnen schon seit über 140 Jahren kaum jemand das Waschwasser reichen. Und auch bei der Haarpflege haben sie neben vielen anderen gut platzierten Marken mit Schwarzkopf eine Marke auf Weltniveau, mit der sie im professionellen und im privaten Bereich sehr profitabel unterwegs sind und neben den Haaren auch die Geschäftsberichte glänzen lassen. Nach vielen Jahren ordentlichen Wachstums haben Henkels Umsätze in den letzten 5 Jahren etwas stagniert. Die Corona-Krise hat sich in den letzten 2 Jahren auch in ihrem Geschäft niedergeschlagen. Der massive Absturz des Aktienkurses in den letzten 5 Jahren passt vor diesem Hintergrund aber trotzdem nicht ganz ins Bild. Insbesondere wenn man sieht, dass Henkel sich beim Generieren von Free Cashflow bislang noch ziemlich gut gehalten hat. Nur im letzten Jahr sieht man, dass selbst Henkel nicht völlig immun gegen Corona ist. Der Free Cashflow hat sich hier um fast 40% reduziert. Die prinzipiell aber stabilen Geschäfte und trotz allem gesunden Free Cashflows ermöglichen es Henkel trotzdem, seine lange und konstante Reihe an Dividendenzahlungen fortzusetzen. Für das Jahr 2022 erwartet Henkel eine stabile Dividendenzahlung in Höhe von 1,83 Euro je Stammaktie und 1,85 Euro je Vorzugsaktie, was einer Dividendenrendite von 2,9% auf den aktuellen Aktienpreis von 64 Euro entspricht. Henkels Bilanzsituation ist ebenfalls sehr sauber. Die Schulden in Höhe von 12,9 Milliarden Euro lassen sich größtenteils bereits durch die kurzfristigen Vermögenswerte in Höhe von 10,4 Milliarden Euro abdecken. Das Shareholders Equity beträgt nach meiner Berechnung etwa 2,3 Milliarden Euro, ohne die hohen immateriellen Werte und den Goodwill berücksichtigen zu müssen, was eine sehr gesunde Bilanzsituation ist. Henkels Aktienkurs hat sich zwar halbiert, ich halte sie allerdings immer noch für kein Schnäppchen. Selbst wenn man optimistisch an die Bewertung rangeht und den durchschnittlichen Free Cashflow der vergangenen 5 Jahre ranzieht, müsste Henkel mit einer Wachstumsrate von 8,5% wachsen, um das aktuelle Kursniveau und unsere gewünschte Rendite von 10% zu rechtfertigen. Die bei meiner Shareholders Equity Rechnung nicht berücksichtigten Goodwill und immateriellen Werte von 16,5 Milliarden Euro machen zusätzliche 38 Euro je Aktie aus und würden bei einem Investment als Sicherheitsspanne dienen. Henkel selber rechnet mit einem Umsatzwachstum von 3-4% in den nächsten Jahren. Und hier ist auch mein Hauptkritikpunkt. Bei einem Weltwirtschaftswachstum von 3-4% halte ich Henkels Wachstumsziel von 3-4% für völlig unambitioniert. Hier sollte es der Anspruch eines so stark aufgestellten Unternehmens sein, mindestens besser als die Gesamtmärkte abzuschneiden. Henkel selber scheint das auch zu erkennen. Sie haben ein großes Umstrukturierungsprogramm gestartet und legen momentan die Geschäftssparten Waschmittel und Haushaltspflege und die Haarpflege zu einem großen Konsumerbereich zusammen, vor allem um Synergien zu heben und die Profitabilität zu verbessern. Henkel wird sich auch zukünftig weiter in seinen Geschäftsbereichen verstärken, mit Übernahmen von passenden Unternehmen und Marken sowie Verkauf von weniger passenden Bereichen. Erst kürzlich haben sie den Kauf des Hair Professional Geschäfts des japanischen Großkonzerns Shiseido verkündet, das die Position ihres Haarpflegegeschäfts in Asien deutlich verbessern wird. Henkel ist eines der wenigen Unternehmen, bei denen ich davon ausgehe, dass selbst die Kinder meiner Kinder noch deren Produkte kaufen werden. Der Burggraben um das wirtschaftliche Schloss ist einfach enorm groß. Die hohen Free Cashflows und die gesunde Bilanzsituation werden es auch in Zukunft erlauben, sich weiter zu verstärken. Auch wenn der Aktienkurs in den letzten Jahren deutlich gesunken ist, halte ich es für fraglich, ob die Aktie vor dem Hintergrund der starken Marktposition und des äußerst stabilen Business jemals ein echtes Schnäppchen wird. Die Analyse eines weiteren spannenden Unternehmens kannst du dir anschauen, wenn du hier draufklickst. Natürlich gerne den Kanal abonnieren und das Video liken und bitte auch unbedingt den Disclaimer lesen. Das ist keine Anlageberatung. Bis zum nächsten Video.